Eindringlinge und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu No Man's Sky. Heute mal ein kleiner Quickie, ich habe nicht allzu viel Zeit, deswegen beschränke ich mich heute mal auf einen hilfreichen Tipp zum Basisbau. Es hat mich schon immer genervt, dass man keine Fundamente unter Landepads bauen kann und wenn die dann einfach so in der Luft rumschweben, dann sieht das also nicht besonders toll aus und auch unglaubwürdig. In dem Fall jetzt, wenn einfach nur ein Metallplattensteg dorthin führt. Aber es gibt einen kleinen Trick, wie ihr trotzdem Fundamente unter euer Landepad bauen könnt. Und zwar benutzt ihr dazu einfach einen dieser würfelförmigen Räume, an denen ihr dann euer Landepad dranklicken könnt. Und dann geht's ins Baumenü und wählt den stabilen Würfel. Den findet ihr gleich rechts neben dem würfelförmigen Raum. Packt einen daneben, packt einen drunter und packt wieder einen daneben. Und jetzt seid ihr exakt mittig unter dem würfelförmigen Raum, an den ihr euer Landepad angeklickt habt. Und jetzt braucht ihr nur noch weitere Würfel. Ich muss die Kamera mal ein bisschen tiefer setzen, damit man auch die Unterseite vom Landepad sehen kann. Jetzt setzt ihr einfach unter den mittig platzierten Würfel, setzt ihr noch weitere Würfel daneben und baut so bis zur Mitte eures Landepads. Hier haben wir die Mitte erreicht. Jetzt könnt ihr die anderen Würfel wieder löschen. Passt auf dabei, dass ihr dabei nicht euer Landepad löscht. Das wäre ärgerlich. Und jetzt seht ihr, dass wir in der Mitte des Landepads diesen Würfel platziert haben. Und jetzt können wir in die Fundamente gehen. Entweder lasst ihr den Würfel dran und packt ein Strebenfundament darunter. Wie dieses zum Beispiel. Ach, das geht jetzt nicht. Wir brauchen das mit einer Strebe. Und wenn ihr das gebaut habt, dann sollten eigentlich die Streben bis zum Boden runter ausfahren. Das tun sie leider nicht immer. Und wenn sie es tun, dann verschwinden sie auch ganz gerne mal wieder. Ich finde das ziemlich nervig und deswegen bevorzuge ich die Gitterfundamente. Ich packe jetzt unter den Würfel eins der Gitterfundamente. Jetzt kann ich den Würfel entfernen und ersetzen durch ein Gitterfundament. Und jetzt haben wir schon mal exakt die Mitte des Landepads und brauchen jetzt nur noch nach unten bauen, bis wir den Boden erreichen. Das mache ich mal schnell. Und schon ist es erledigt. Wir sehen, wir haben ein wunderbares Fundament unter unserem Landepad. Es sieht nicht mehr so unnatürlich aus und ihr könnt natürlich dann die Streben, ich habe jetzt die falsche Farbe gewählt, sehe ich gerade, das muss ich gleich nochmal ändern, ihr könnt die natürlich dann in der Farbe nochmal anpassen, auch vielleicht lasse ich es auch, ist egal. Und so könnt ihr unter jedes Landepad zumindest eine Stütze bauen, dann sieht das Ganze etwas realistischer aus und gibt dem Ganzen auch noch einen schönen technischen Look und mir gefällt das so eigentlich ganz gut. Ihr hättet natürlich auch die Würfel einfach bis zum Boden runterbauen können, aber ich mag einfach diese Gitterstreben eigentlich ganz gerne und ich hoffe, euch hat der Tipp weitergeholfen. So bekommt ihr problemlos, ohne große Fummelei und ohne unten am Boden anfangen zu müssen und nicht zu wissen, wo die Mitte vom Landepad ist und dann passt es wieder nicht und dann ist wieder eine Lücke zwischen Landepad und Gitterwürfeln. So fangt ihr beim Landepad an und habt garantiert eine durchgehende Stütze bis zum Boden. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Tut mir leid, heute nur ein ganz kurzes Video, aber trotzdem wünsche ich euch natürlich weiterhin eine gute Reise. Habt viel Spaß beim Basisbau. Ich verabschiede mich, macht es gut. Tschüssi!